Heute möchte ich mit euch sprechen, wie der Volkswagen ID.3 Pro so im Alltag ist. Was ist, wenn man einkaufen geht, wenn man in die Arbeit fährt täglich? Hat man genug Platz, wenn man einkauft hinten im Kofferraum? Was ist, wenn man mal eine Kurzstrecke fährt? Also ich meine jetzt 200 Kilometer oder so. Weil man muss bedenken, das Auto hat eine 59 Kilowattstunden Batterie. Das ist jetzt nicht riesig. Und in meinem 130 km/h Reichweitentest, als es ein bisschen kälter war wie heute, aber nicht Regen. Doch, war auch nass, aber nicht so viel Regen, habe ich nur 216 Kilometer geschafft. So fahren wir heute nach Regensburg und zurück. Das sind so ungefähr 200, also müssen wir zwischendrin mal laden. Das ist halt so beim Auto mit dieser Batterie. WLTP-Reichweite ist zwar 400, aber im Winter, wenn es kalt ist, wenn es nass ist, Heizung läuft, 19 Zoll Winterreifen, bei 130 km/h auf der Autobahn kann man keine 400 Kilometer erreichen. Das schafft fast kein Auto im Winter. Der Kofferraum ist nicht elektrisch, also auf und zu machen tut man mit der Hand. Das geht nicht anders. Ich kann den Kofferraum aufsperren mit dem Schlüssel, aber er geht natürlich, weil er nicht elektrisch ist, nicht von selbst nach oben. Platz im Kofferraum ist ganz okay fürs Einkaufen und sowas oder wenn man mal auf eine kurze Fahrt geht und hat auch vier Erwachsene drin. Aber jetzt in Urlaub, wo man mehr wie einen Kofferraum im Auto hat, das ist vielleicht nicht das Richtige. Aufsperren und zusperren kann man natürlich mit dem Schlüssel, einfach den Knopf drücken und fertig. Aber das Auto hat auch Keyless Access, das heißt, wenn ich mit dem Schlüssel in der Hose nahe ans Auto komme, sperrt es automatisch auf. Und wenn ich weggehe, sperrt es auch automatisch zu. Und falls irgendeine Tür noch offen wäre oder es irgendeinen Fehler gibt, dass es nicht zusperren kann, dann gibt es eine Fehlerwarnung, dann piepst er zweimal. Und seit ID-Software 5.0 kann das Auto auch per App aufgesperrt und zugesperrt werden. Der ID.3 Pro hat viele Dinge, die den Alltagsgebrauch besser machen. Nummer eins, das Wichtigste, ist das Standklima. Das heißt, ich kann programmieren, dass zur bestimmten Zeit das Auto vorgeheizt oder gekühlt wird. In der Arbeit, zu Hause, am Morgen, wenn ich losfahre. Ich habe nur zwei Zeiten, kann aber die Zeit eingeben, verschiedene Tage und das dann wiederholen, dass das jede Woche gleich ist. Sagt die Temperatur und es kann auch die Scheibenheizung einschalten. Und wenn ich hier einen bestimmten Sitz auswähle oder beide, wird auch die Sitzheizung und die Lenkradheizung eingeschaltet. Geplantes Laden gibt es auch. Ich kann an fünf verschiedenen Orten kann ich sagen, dass das Auto zu einer bestimmten Zeit an bestimmten Tagen einen bestimmten Ladezustand haben soll. Heißt zum Beispiel, ich komme von der Arbeit abends heim, stecke ein, er lädt nicht sofort, sondern er lädt dann irgendwann in der Nacht und in der Früh, wenn ich ins Auto einsteige, ist er wieder bei 80% zum Beispiel. Und ich kann auch ein Ladefenster eingeben, heißt, ich kann sagen, von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens, nur dann sollst du laden, weil es da vielleicht billiger ist. In der App kann ich natürlich auch das Auto vorheizen, wenn ich in der Arbeit bin oder so und sage dann, ist ein bisschen kalt. Ich möchte das Auto vorheizen, bevor ich losfahre, dann kann ich das hier manuell machen. Sehe auch meine Reichweite, meinen Ladezustand. Wenn ich lade, sehe ich auch, mit wie viel Power lade ich und kann das Laden natürlich auch stoppen und wieder beginnen. Im Alltag ist der ID.3 wirklich ein tolles Auto. Er fährt sich super bequem, leise. Lenkung ist sehr leicht, dass es fahren, wenn man irgendwo kurz hinfahren muss, auf der Landstraße in der Stadt sehr schön ist. Klima funktioniert wunderbar, Automatik, Sitzheizung funktioniert toll. Licht kann ich wunderschön einstellen mit Automatik, kann auch einstellen, wann er das Licht einschaltet, wenn es noch dunkel ist oder wenn es schon ein bisschen hell ist, das kann man einstellen, das ist schön. Parken, wenn man das beim Einkaufen oder so machen muss, ist auch wunderbar. Ich habe eine wunderschöne Rückfahrkamera, die immer weg versteckt ist, dass sie nie dreckig wird, nicht wenn es regnet, völlig egal, ist immer sauber.
habe eine 360-Grad-Kamera, überall Parksensoren und sehe das auch wunderschön im Auto. Also das ist überhaupt kein Problem. Und ich kann auch den Parkassistenten benutzen, dass er selber parkt. Und das auch via App außerhalb vom Auto. Das braucht man jetzt sehr selten, aber es kann ja mal eine Situation geben, wo einem jemand so zugeparkt hat, dass man nicht ins Auto kommt und dann kann man da rausfahren. Wenn man dann auf der Autobahn ist oder auf ein bisschen breiteren Landstraße, wo es schön geradeaus geht, kann man dann natürlich Travel Assist benutzen und auch den Abstandstempomaten. Und das macht das ganze Fahren halt entspannter, funktioniert super, er lenkt toll, Abstand hält er toll, wie jetzt gerade im Moment. Obwohl ich 130 eingestellt habe, fährt er 124 und hält den Abstand. Und ganz toll ist der Abstandstempomat, wenn es um Dinge geht wie in der Stadt, wenn es mal Stop-and-Go-Traffic gibt, dann ganz einfach einstellen, er hält den Abstand, hält an, wenn das Auto vorne anhält, fährt wieder automatisch los, wenn es weitergeht. Wenn es zu lange dauert, wenn man zu lange steht, dann muss man, sagt er einem das, muss man entweder auf Set drücken oder das Gaspedal betätigen, dann geht es einfach wieder weiter, aber es funktioniert super. Auch toll ist die Sprachsteuerung, vor allem wenn man wie heute nur einen kurzen Trip macht und man plant jetzt nicht vor, kann man wunderschön schnell mit der Sprachsteuerung navigieren zum Beispiel und das funktioniert wirklich toll. Also ich kann eingeben, ich will zum Lidl in Landshut und dann gibt er mir ein paar Vorschläge, wenn es mehrere gibt, dann kann dann einen auswählen oder Ladestation in der Umgebung oder Ionity in Straubing, keine Ahnung, das funktioniert wirklich sehr gut. Auch bei 140, wie jetzt gerade im Moment, das Auto ist wunderschön stabil, bequem. Es ist nicht das leiseste Auto, aber völlig okay, vor allem wenn man bedenkt, das ist jetzt Golfklasse. Soundsystem ist auch völlig in Ordnung. Es hat jetzt nicht mega Bass, aber es ist wirklich okay. Und wenn es, weil es so schön leise ist, kann man wunderschön Hörbuch oder Podcast anhören und versteht alles, muss nicht brutal aufdrehen. Es hat schon was. Wenn man den Tempomaten benutzt, kann man wunderschön mit Plus und Minus die Geschwindigkeit ändern. Wenn man leicht drückt, ist es 1 km/h, wenn man stärker drückt, sind es 10 km/h. Man kann auch swipen und man kann natürlich den Abstand auch einstellen. Die Höchstgeschwindigkeit in dem Auto ist 160 und der Tempomat geht bis 180. Und wie gesagt, Abstand kann ich genauso einstellen, einfach auf Abstand drücken und dann den Abstand eingeben. Und 5 ist wirklich brutaler Abstand und 1 ist wenig Abstand, aber immer noch okay. Also nicht, das ist jetzt im Moment, wo haben wir denn? 2. Aber wenn ich jetzt Abstand 3 eingebe, dann habe ich gleich viel mehr Platz und mehr Sicherheit und fühle mich wohler. Die Scheibenwischer sind ganz okay, kann vorne schön wischen. Er wischt ja so, dass wirklich schön ist. Und hab 2 Stufen für den Regensensor, wie sensibel das er sein soll. Hinten kann ich entweder Intervall oder die ganze Zeit wischen lassen. Kann natürlich hinten sprühen, vorne sprühen. Ganz normal. Dann fahren wir mal ein bisschen schneller. Höchstgeschwindigkeit ist 163 auf dem Tacho. Soll echt 160 sein. Und er ist immer noch brutal stabil. Ich muss das Lenkrad nicht brutal festhalten und wo fährt er denn hin? Ist alles ganz normal und bequem, aber es sind auch nur 160. Ist jetzt nicht mega Geschwindigkeit, aber wunderbar. Was man bei diesem Auto bedenken muss, ist kleinere Batterie und im Winter hat die Temperatur ein bisschen mehr Einfluss als jetzt die größere Batterie. Bei dieser 59 Kilowattstunden Batterie heute bei 4 Grad war die Temperatur von der Batterie, ich war in der Garage geparkt, denke ich so wirklich bei 5, 6 Grad und auch bei 80% Ladezustand hatte ich nicht volle Rekuperation, also ich kann nicht die volle Rekuperation benutzen und
Wenn ich dann ein bisschen fahre oder die Batterie vorheizt, dann funktioniert das Ganze. Aber das passiert in der großen Batterie zum Beispiel nicht. Und ich merke auch, wenn diese Batterie hier voll ist, was ganz normal ist, habe ich nicht volle Rekuperation. Aber bis ich die volle habe, kann es runtergehen auf so 83-84%. Bei der großen Batterie ist es schon bei 90% da, volle Rekuperation. Wenn wir jetzt hier parken und aussteigen wollen, haben wir das schöne Auf Wiedersehen-Menü. Hier kann ich einstellen, will ich bis 80% laden, sofort klimatisieren. Da hält er die 22,5 Grad hier für die halbe Stunde. Danach muss ich die App benutzen, kann die Standklimatisierung ein- und ausschalten und die Innenraumüberwachung, also die Alarmanlage, kann auch den Parkvorgang speichern und kann es hier ändern, hinzufügen, Reihenfolge ändern und alles. Ein ganz tolles Fenster. Muss ich keine Gedanken machen, dass es keinen Kontakt gibt, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Das funktioniert wirklich sehr schnell und gut, hat noch nie Probleme gegeben. Und das Auto hat auch Plug-and-Charge, wo man einfach einstecken muss bei bestimmten Ladern und er lädt ganz einfach, ohne Karte. Ihr seht also, der ID.3 ist ein wirklich tolles Auto für den Alltag. Und ich habe übrigens vergessen, dass man beim Zusperren und Aufsperren natürlich auch den Griff benutzen kann. Griff einfach mit der Hand und dann wird zugesperrt. Und wenn ich aufmache, dann wird automatisch aufgesperrt. Ganz vergessen. Und auf dieser Fahrt hatten wir jetzt ein bisschen höheren Verbrauch, weil ich ein bisschen schneller gefahren bin mit 160 und so weiter. Aber mein Gott, das war ganz okay. Ihr habt in eurer Firma eine ganze Flotte von Elektroautos oder ihr braucht einfach ein Fahrtenbuch. Dann ist Tronity genau das, was ihr braucht. Tronity verbindet sich mit eurem Fahrzeug und dann werden alle Details vom Auto aufgezeichnet. Wo fährt ihr hin? Mit GPS, von wo bis wo, wie viele Kilometer seid ihr gefahren, auch beim Laden und so weiter. Und schon habt ihr ein Fahrtenbuch, wo ihr sagen könnt, diese Fahrt war privat, diese war fürs Geschäft. Und wenn ihr eine ganze Flotte habt, dann könnt ihr auch das beim Laden sehen. Der hat hier geladen, der hat zu Hause geladen, das ist sein Ding. Der hat unterwegs geladen, das ist jetzt für Geschäft, müssen wir abrechnen mit dieser Karte und so weiter. Alles sehr einfach. Wenn ihr mehr Interesse habt, es gibt einen Link in der Beschreibungsbox. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox oder hier auf YouTube gibt es auch Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr wissen wollt, was so hinter den Kulissen passiert, welches Equipment benutze ich habe noch einen dritten YouTube-Kanal auf Englisch, Behind the Battery. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen, noch einen wunderschönen Tag. Ciao!